Was geht ab, meine lieben Freunde? Und jetzt herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Okay, für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Let's Play The Last of Us. Und da sollten wir den Campus überblicken können. Na los! Okay. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren guten alten Bruder Tommy wieder gesehen. Die Freude hielt dann auch nicht so lange. Ich will aber jetzt auch gar nicht so viel spoilern, sondern schaut euch das einfach selber an. Das findet ihr alles in der Playlist. Und wir konnten das Pferd von Tommy behalten. Falls ihr euch wundert, warum wir auf dem Pferd sind. Okay, na los. Oha, was ist hier denn? Gehen wir mal runter und gucken uns das mal an. Ruhig, Carlos. Was ist Carlos überhaupt für ein Name? Du hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Carlos. Wow, was ist das denn? Was zum Teufel? Sieht nice aus. Flammenwerfer. Oh, Hammer. Hammer, 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 Hammer. Können wir uns auf jeden Fall die Molotow-Cocktails gut aufsparen? Wie geil ist das denn? Okay. Moment. Ah, Waffenteile, die nehmen wir doch gleich wieder mit. Und eine Machete. Die finde ich gut. Oh, wir haben 85 Drops. Ist auch nicht schlecht. Und 92 Waffenteile. Also noch richtig so verbessern lohnt sich gerade überhaupt nicht. Nochmal 5 Drops, jetzt haben wir 90. Wahnsinn. Wahnsinn. Mal sehen, was wir hier noch finden. Ach, guck mal einer an. Hier ist oben Hier war mal haufenweise. ein Ausguck. Protokoll aus dem Scharfschützennest. 29.08. Nichts hatten die nicht gesagt, dass Leute vorbeikommen. Warum sollen wir draußen sein, wenn hier eh nichts passiert? 1.09. Noch immer nichts. In Klammern. Marc, hör auf zu nörgeln. Wenigstens hast du hier Zeit zum Lesen. Wachdienst im Labor schieben ist doch das wahre Elend. 14.09. Eingang, 5 neue Rekorde aus der Quarantänezone Chicago. Ah, endlich, einer hat mir ein Päckchen Kippen für die Arbeit gegeben. Nett. 5.10. Eingang, 6 Typen aus dem Hauptquartier. In Klammern, 6 Leute für einen Truck. Da draußen muss es schlimmer sein, als ich mich erinnern kann. Eingang, Vorratslieferung aus dem Hauptquartier. Ach ja. Ich habe zwei Äpfel aus einer Kiste stibitzt. Einer ist für dich, guten Appetit. 31.10. Eingang 10 Millionen Werwölfe. Okay. Die habe ich nur für dich reingelassen, Andrea. Happy Halloween. 15.11. Ausgang Speer zur Vorratsbeschaffung in die Stadt gegangen. Eingang Speer zurückgekehrt. In Klammern, Roger hat mich angebrüllt, weil ich geschlafen habe. Arsch. 20.12. Eingang, ein Biologe aus San Francisco. Der ist ein richtiges Arschloch, pass auf ihn auf. Eingang, drei neue Rekruten als Eskorte. Die haben mir wenigstens frohe Weihnachten gewünscht. Hab ihnen verschwiegen, dass ich jüdisch bin. 22.02. Eingang, 10 Kisten aus dem UT-Krankenhaus. Laborkram. Boah, da wurde mein Mund schon ganz trocken, wenn ich mich hier fusselig rede. Aber interessant. Scheint ja auf jeden Fall nett gewesen zu sein. Der Ausguck. Ich meine, du kannst hier direkt runter gucken. Als Beispiel. Kannst hier direkt runterschauen, wenn hier irgendwer vorbeikommt. Kannst den abknallen. Na gut, durch die Zäune ist wahrscheinlich keiner gekommen oder hier durch. Kann man immer gleich gucken, wenn da. Oder immer gleich schießen, wenn da irgendwer vorbeikommen will. Ja, ich fasse es immer noch nicht, dass wir einen Granatwerfer gefunden haben. Das ist ja mal Oberpremium. Was ist denn hier?
Was ist denn das hier? Ach, da vorne steht Ellie McCallus. McCallus. Callus, Callus. Mir doch egal. Das ist die Axt, die wir fallen ließen. Und wir können noch irgendwas herstellen. Was können wir denn herstellen? Molotow und Rauchbombe. Wir nehmen mal die Rauchbombe. Die muss ich auch recht mal mehr benutzen. Und den Molotow nehmen wir, weil wir bereits 3 Medikits haben. Und hier haben wir auch noch Waffenteile. Die nehmen wir alle mit. Die können wir alle gebrauchen. Und hier auch. Sehr schön. Sonst war hier nichts? Nee. Und, die Leute wohnten und lernten hier, obwohl sie erwachsen waren? Ja, lernen, feiern, sich selbst finden, herausfinden, was sie vom Leben wollen. Was sie von ihrem Leben wollen? Sehr gut, mein Junge. Einfach rüber. Ja. Ist hier auch noch was? Nee. Aber wir können hier hoch. Es wird langsam Herbst. Können, müssen wir hier durch? Ja, scheint so. Wie viele Leute sind da wohl? Fireflies meine ich. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Okay. Das hier vorne sieht mir mehr oder weniger nach einem Kampf aus. Egal, wir gucken mal, was uns hier erwartet. Ich hasse den Namen. Ja. Link nach Runnern. Bleib beim Pferd. Oh oh. Ich schau mal nach. Bist du sicher? Nicht, dass er wegläuft. Bin gleich zurück. Oh nein, bitte keine Runner. Alles nur nicht Infizierte jetzt. Das war doch gerade so schön hier. Sieht mir zusammengepfuscht aus. Ich glaube. Boah, das hört sich hier schon verdammt nah an bei mir. Okay. Ach du Heiliger. Wie viel sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, egal, ein Molotow und dann sind die auch Geschichte. Ja, moin. Brenne. Alle aufgeschreckt, alle kommen da jetzt hin. Und die brennen alle mit. Okay, wir haben 50. 50 mal Munition hier für den Flammenwerfer gefunden, den wir auch direkt mal nachladen. Und 2 Schuss Schrotflintenmunition. So. Und erstmal den Generator anmachen. Da. Und da. Und. Hep! Nee, es bleibt bei den Runnern. Da ist Gott sei Dank nicht noch mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hey, ich habe überlegt, ich wäre gerne Astronauten geworden. Tatsächlich? Ja, wie es wohl ist, allein im Weltall zu sein. Das wäre cool. Glaube ich. Eine Notiz. Wandtafelnotiz. Ansehen. Wir mussten die Tür zum Generator im oberen Stockwerk verkabeln. Bitte sparsam benutzen. Wir haben bald kein Benzin mehr. Egal. Ist ja offen. Was ist mit dir?
Was wolltest du werden? Oh. Tja, als ich klein war, wollte ich wohl Sänger werden. Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nichts. Joel, bitte. Na, ich glaube, das wird niemals passieren. Sind das Affen? Ja, eine ganze Horde. Aber ob die infiziert sind, weiß auch keiner. Das ist ja geil. Kuckuck. Gehen wir. Das war richtig toll. War das dein erster Affe? Das war mein erster Affe. Na, hervorragend. Kann man da hinten sollte nochmal? Sollte hier nicht mal irgendwer sein? Vielleicht halten sie sich einfach lieber bedeckt. Ja, vielleicht. Ich frage mich, ob man hier vielleicht nochmal irgendwo rein kann. Vielleicht kann man hier rein. So, geh mal runter, Joel. Bin gleich wieder da. Ich warte. Mal gucken, was man hier alles findet. Hier unten ist nix. Da ist auch nix. Hier ist auch nix. Und hier ist verbarrikadiert. Geil. Also, richtig gut. Man hat so viel gefunden, wollte ich gerade schon sagen. Kann man hier noch irgendwo rein? Hey, guck mal. Na, sieh mal einer an. Sieht aus wie ein Klassenzimmer. So ein ehemaliges Klassenzimmer. Ein Trainingsbuch. Medikits verbessert sind jetzt 67% stärker. Nice. Boah, Waffenteile. Die nehme ich doch zu gerne mit. Was haben wir hier? 10 Erfahrungsdrops und damit haben wir jetzt offiziell 100. Messermeister, Messer mit voller Haltbarkeit zerbrechen nicht beim Befreien aus einem Klicker. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und nochmal reduziert schwankende Waffe. Ne, wir nehmen mal Messermeister. Weil ich denke, 10 können wir auch so ganz gut mittlerweile. Und haben wir hier noch irgendwas? Ja, wir haben hier noch Munition. Für den El Diablo finde ich sogar noch ein bisschen besser den guten alten Revolver. Beziehungsweise die 44er Magnum. Weil die ja auch mal so für Scharfschützen gutes Zielfernrohr hat. Beziehungsweise auch eine relativ hohe Reichweite. Das ist richtig gut gewesen. Hallo, ich möchte gerne raus. Danke. So, da kamen wir bereits her. Okay, wir springen hier mal runter. Hopp. Rutsch doch mal. Ah, das kriegen wir hin. So. Und weiter geht's. Hey da, Fireflies. Ach so, das Zeichen. Ja, ich dachte schon. Wo kommen wir jetzt hier lang? Okay, na los. Joel, da! Ich seh's. Das ist gut. Ein Zeichen der Fireflies. Komm! So, wir gehen jetzt nochmal hier durch. Okay. Und jetzt zum Tor. Da ist es. Keine Reaktion. Der bewegt sich nicht. Okay, wir gucken mal hier lang. Pass gut auf. Du auch. Warte mal, die Rohre, beziehungsweise die Kabel. Die gehen hier durch. Das heißt, hier irgendwo muss... Müssen die, muss es was geben,
wie wir an dem Tor vorbeikommen, beziehungsweise den Strom wieder in Gang bringen. OEC Campusplan. Ja, es ist komisch. Es ist sehr komisch. Alles Mögliche hier defekt. Was ist denn das da hinten für ein leichter Nebel? Das gefällt mir nicht. Hier haben wir aber noch einen Lumpen und eine halbe Flasche Alkohol, beziehungsweise eine halb volle. So, und hier haben wir 5 Drops und ein Viertel einer Schere und ein Tagebuch. Tagebuch eines Studenten. Okay, gut, ich lese es nochmal vor. 18.01. 9 gottverdammte Monate gewartet und noch immer nichts. Kein Wort von niemandem. Ich habe im Speisesaal weitere Dosen mit Nahrungsmitteln gefunden. Doch, die reichen nicht lange. Kleiner Vorfall bei der Barrikade im Ostflur, aber immer noch alles sicher. 31.01. Ich habe einen Blick auf eine herumstehende Gruppe dieser Dinger geworfen. Einer sah aus wie Heather. Vielleicht war es sogar Heather. Scheiße. 10.02. Die Batterien gehen langsam aus. Wir hören nur noch einmal pro Nacht Radio. Das habe ich seit der letzten Übertragung aufgegeben. Sie ist 3 verfluchte Monate her, also weshalb die Mühe. 25.02. Shirley hat gestern draußen gequalmt. Sie sagte, sie braucht das. Sie war ziemlich angepisst, als ich ihren Vorrat wegschmiss. Nein, sowas kannst du nicht mit guten alten Zigaretten machen, Mann. Sie versteht es nicht. Wir müssen einen klaren Kopf behalten. Jemand muss in die Stadt und weitere Vorräte besorgen. Wahrscheinlich werde ich das sein. Wie lange ging das wohl gut? Nicht sehr lange, höchstwahrscheinlich. Warte mal. Boah, nee, ne. Das ist kein Qualm oder Nebel, das sind Sporen. Oh, scheiße. Das heißt, hier sind irgendwo Infizierte. Oder das Spiel will mich linken. Aber ich glaube eher, dass da Infizierte sein werden. Und wahrscheinlich nicht nur einer, wenn da schon so eine Menge an Sporen ist. Verdammt, Sporen. Ja, hab, weiß ich. So, dann gucken wir hier nochmal durch. Okay, weiter können wir hier nicht. Wir können da auch nicht rüber. Wir müssen da runter. Aber vorher gucken wir nochmal, was wir herstellen können. Und zwar ein Messer. Das ist gut. Wir haben nicht einen Molotow mehr. Wenn da unten wirklich Infizierte sind, haben wir die Arschkarte. So, gucken wir, was wir da noch haben. Viermal Shotgun. Boah, das kann doch nicht sein. Wir nicht. Haben wir hier gar nichts mehr? Meine Güte, habe ich wieder schlecht gehaushaltet hier, ey. Nee, Quatsch. Was ist das denn? Lumpen. Den Lumpen brauchen wir immer. Wir brauchen nur noch ein bisschen Alkohol. Na komm, die Studenten haben doch hier bestimmt irgendwie alle gesoffen. Was weiß ich. Na, oder nicht? Oder doch? Ja, anscheinend nicht. Mann. Egal. Mit Glück kriegen wir das auch so fertig. So. Aber nur mit ganz viel Glück. Und mal sehen, was für Infizierte das erstmal sind. Ach du Scheiße. Das sind zwei Fette. Das sind zwei Fette. Oh, ich krieg die Krise. Ach du Schande.
Mann, ey, solange der Fettsack da ist, geht das nicht gut. Vor allem, weil das zwei sind. Das ist so abnormal. Oh, das wird so scheiße. Das wird sowas von scheiße. Na? Nein, ich wag das Ganze noch nicht. Ich frage mich, ob das was... Oh. Oh. Nein, nein. Scheiße, der kommt hier rein. Solange eigentlich die beiden Fetten da nichts machen, geht's mir eigentlich relativ blendend. Oh, das ging voll in die Hose. Wow. Hab ich mich verjagt, ey. Oh oh. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, scheiße. Oh Gott, ey, der ist komplett außer sich. Und nochmal. Verdammt, jetzt sterben! Oh mein Gott. Es lebt keiner mehr. Oh. Warte mal. Konnte den Namen gerade nicht lesen. Firefly-Anhänger. Nee. Hä? 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 Da. Joe Warren. Oh Mann. Puh. Ich würde mal sagen, gerade so geschafft. Weil ich hätte sonst nur die normale Pistole gehabt und das wäre ein bisschen peinlich geworden. Glaube ich, hätte ich das damit versucht, den zu holen. Aber hier ist doch sonst nichts mehr, ne? Oder? Ach ja, doch. Da ist noch ein bisschen was. Da ist wieder Flammenwerfermunition. Ich glaube, die wird später noch verdammt wichtig sein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die haben ja... Oh. Die haben doch noch was fallen lassen. Oh, wie nett. Nein. Egal, nimm die Flasche mit. Oh Mann, 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 Mann. Ich will nur hier raus. Ich will nur noch hier raus. Na komm. Aber mal ganz ehrlich, selbst hätten wir es geschafft, da rauszukommen, beziehungsweise unbemerkt an denen vorbeizuschleichen, spätestens dann hätten sie es gemerkt, dass wir da versuchen zu fliehen.
Infizierte, mir geht's gut. Hier, mach jetzt das Tor auf. Ach, da ist der Generator. Aber so wie es aussieht, nicht verbunden mit der Stromanlage. Dann wollen wir ihn mal dahin befördern. Flupp. Und einmal dran ziehen, bitte. Beziehungsweise dreimal ziehen. Und eins. Und zwei. Und drei. Na gut, versuchen wir es mal. Ha, geschafft! Ja, komm schon durch. Los. Die Klicker. Waren das Fireflies? Nein, ich glaube nicht. Ja, du glaubst Warum nicht, aber gibt du. Es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Komm! Okay, die Frage ist: Können wir uns hier noch irgendwo umschauen? Oder ist jetzt hier bald vorbei? Also ist jetzt hier bald Schluss mit lustig. Naja, wir gucken mal. Oh, hier sind mehrere Zelte. Keine Wache. Kein gar nichts. Ja. Wir steigen mal ab. Langsam sollten wir jemanden treffen. Gehen wir rein. So, Sprengpulver, Schere und Alkohol. So, was haben wir hier noch alles drin, ne? 10 Waffenteile nehme ich sofort. 160 Teile haben wir jetzt. Okay, wir können wieder Molotow her. So einer Schule? An der Universität? Hier. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja, als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Okay, man merkt, er kann noch nicht richtig darüber reden. Klar, er hat seine Tochter verloren. Das ist natürlich schon ein schweres Trauma. Quatsch, wollte ich gar nicht. So, wir haben wieder Shotgun-Munition gekriegt. Die wir direkt gleich mal nachladen. So. Den laden wir auch mal nach. Und zwar sofort, weil wir wissen nicht, was hier in dieser blöden Schule auf uns wartet. Okay, Universität. So, und das Scharfschützengewehr machen wir auch nochmal. Das Jagdgewehr, meine ich. So, dann haben wir jetzt hier auch noch ein paar Zelte. Was ist hier drinne? Gar nichts. Naja, enttäuschend. Aber na gut. Das sind drei Teile. Da ist noch ein Anhänger. Und wir haben noch 5 Waffenteile. Das Eric. Eric Griggs. 00011. Okay. Gut. Ne, wir kommen hier nicht durch. Ach, dann müssen wir wieder außen rum, weil Ellie sich da festgebackt hat. Los, rutsch. Echt mal, rutsch mal. So, wir drehen nochmal eben. Und alle hoppa! Fein. So, wie kommen wir da jetzt vorbei? Hey, wie wär's da drüben? Ja, scheint der Eingang zu sein. Das sieht eher aus wie so eine hintere Ladefläche. Wohl eher. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Naja, wir wollen ja alles mitnehmen, was wir kriegen können.
Von daher entschuldige ich bitte, wenn ich hier ein bisschen suche. Vor allen Dingen, weil ihr ja selber gesehen habt, dass ich keine Vorräte habe. Was haben wir denn hier? Eine Tür? Beziehungsweise, was haben wir hier? Nix, okay. Können wir hier durch? Ne, können wir nicht. Oh, das ist doch doof. So versteckte Räume und sowas oder versteckte Häuser, das finde ich immer ganz geil. So, weißt du, so dass man dann nicht denkt, man kommt da nicht rein. Ist eine Kette dran. Zugerostet. Hier kommen wir nicht durch. Das ist nicht zugerostet, das ist Vielleicht eine kommen wir rüber. Da ist eine Kette dran. Vielleicht können wir auch einfach hier den Müllcontainer nehmen, um darüber zu klettern. Der gute, treue Müllcontainer. So, und runter damit. So geht's auch. Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. Okay. Vielleicht hier ran? Ja, das geht. Ja, okay, hier fließt ein Stromkabel durch. Das heißt, wir müssen, wenn wir hier rein wollen, müssen wir hier oben durch. Hallo? Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Danke. Sehen wir uns um. Das würde ich auch mal sagen. Was haben wir hier drin? Nix. Was haben wir hier drin? Munition für Shorty. Die Munition für Shorty können wir nicht mit aufnehmen. Aber hier ist ein Spind. Was haben wir hier? 25 Waffenteile. Nett. Damit müssen wir jetzt über 200 wieder haben, oder? Okay, dann an die Arbeit. 211, ja, guck mal. Wir gucken aber nochmal weiter. Yo. Hab ich mich verjagt, ey. Okay. 5. Aufwertungsbonbons oder Erfahrungsdrops. Hier. Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Okay, hier waren wir noch nicht. Na, ich vermute, dass wir hier auch nichts haben. Doch ein Spind. Was haben wir da drin? 10 Waffenteile. Alles klar. Na, was haben wir hier? Oh, Messertür, okay. Na bitte. Was haben wir hier? Werkzeugstufe. Geil. 4. Oh, fett. Ein Trainingsbuch. Was für ein Trainingsbuch? Keine Ahnung, was das gerade war. Okay, was haben wir hier? 50 Waffenteile. Wahnsinn. Okay. Und 15 Erfahrungsdrops wieder an der Zahl. Damit haben wir jetzt 40. Das sieht wunderbar aus. Und wir stellen gleich mal eine Nagelbombe her. Die hatten wir jetzt auch schon lange nicht mehr, weil mir immer die Sachen dazu fehlten. Gut, die Shorty lassen wir mal. Okay.
Wo gehen wir jetzt lang? Nichts Nützliches. Ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Okay, wir gehen nochmal eben zurück. Bevor wir jetzt darüber gehen. Wir haben 276 Waffenteile. Das heißt, wir machen mal eben hier unsere Waffen klar. Falls jetzt ein Kampf kommt, sind wir wenigstens optimal gerüstet mit unseren Waffen. So. Das ist ein guter Platz. Das finde ich auch. So. Für die 9mm Magazin finde ich Schwachsinn. Nachladetempo für einen Revolver könnte man mal machen. Okay, für den El Diablo Magazinkapazität machen wir mal. Panzerbrechen machen wir auch. Und nach Tempo. So, Shorty, ne, mache ich nicht. Schaden auf jeden Fall. Machen wir. Zielfernrohr brauche ich nicht unbedingt noch weiter auszubauen. Und die Magazinkapazität machen wir nochmal. Was haben wir hier? Für die Shotgun haben wir noch eine ganze Menge. Und hier haben wir auch noch was. Machen wir mal Nachladetempo bei dem Flammenwerfer. So geht es doch. Das ist hervorragend. Ich bin begeistert. So, also sprich, Schaden ist jetzt auf höchstem Niveau von dem guten alten Jagdgewehr. Also das nächste, was wir jetzt aufwerten werden, ist die Shotgun und der Flammenwerfer. Versuchen wir jetzt bei der nächsten Werkbank, wo wir lang gehen, alles zu machen. So, was haben wir hier denn hier? Ist nichts weiter drin, ne? Gehen wir mal nach oben. Hier ist aber auch nichts. Okay, bevor wir jetzt da lang gehen, würde ich sagen, ich lege hier mal eine kleine Pause ein. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Last of Us mit mir im Oxys. Adios, Leute. Ciao, ciao.